23, fünfstellig auf Seite, aber aufgehört mit dem vorherigen Job, weil ich mich nicht darin wohlgefühlt habe und es nicht mit meiner Lebenseinstellung übereinstimmt. Was könnt ihr mir für Tipps geben im Unternehmertum? Sachen Steuern und Business. Ja. Tja, was kannst du dir für Tipps geben, Marc? Du als erfolgreicher Jungunternehmer in Deutschland. Hast du eigentlich schon mal einen Award gewonnen? Ein Parfum hat mal einen Award gewonnen. Ich selber habe keinen Award. Was soll ich für einen Award gewinnen? Weiß ich nicht, Mann. Kannst du heute alles kaufen. Ja, das stimmt. Forbes-Liste. Warst du mal auf der Forbes-Liste? Nein. Ich bin nicht so. Wie immer, wir sind ja in einem riesen Anwesen immer. Wenn nicht du, wer soll sonst hier? Stimmt eigentlich. Forbes hätte ich, das würde ich schon, wenn ich Forbes irgendwo will, würde ich schon sagen, boah, ist schön. Würde ich schon gerne auf, da hätte ich schon Bock drauf, aber was kostet das? Das ist ja kein Wunschkonzert. Ja, kannst du wirklich kaufen. Ne? Ja? Ja, auch, ich weiß nicht, ob auch Interviews und so, kannst du ja auch kaufen, ne? Mit der Welt, mit Dings und Forbes so. Und so würde ich schon, kann man schon machen. Ja, weiß ich nichts mehr, was ich dir schenken kann. 23, fünfstellig auf Seite, aufgehört mit dem vorherigen Job, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Tja, als Unternehmertum geben in Sachen Steuern und Business. Also in Sachen Steuern musst du dir kompetente Leute auf die Seite holen. Das ist schwieriger als gesagt. Ich kann dir nur sagen, beispielsweise FGS für Steuerstrafrecht und all diese Themen ist eine große Kanzlei. Man kann immer dual fahren. Es gibt viele, also das ist, da Tipps zu geben, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Wir haben auch hier eine, mit denen wir auch hier in Düsseldorf zusammenarbeiten. Das ist auch, ja, kann man auch. Also, aber das ist, denke ich, eher schwieriger, da einen Tipp zu finden. Das dreht sich alles darum, was einem halt Spaß macht. Ne? Danach gehe ich, aber das auch zu übertragen, ist jetzt nicht so einfach. Ich sage eigentlich, man sollte einfach mal gucken, ne, welcher Bereich ungefähr sein könnte. Und dann sollte man einfach mal da arbeiten gehen. Ja. Und gucken, womit die tagtäglich, mit welchen Problemen die klarkommen müssen, was für Aufgaben, was für Herausforderungen. Und wenn du dann immer noch merkst, nach 6 Monaten, ein Jahr, okay, das ist was für mich, dann hast du schon ein bisschen Vorerfahrung, dann weißt du auch ungefähr, worum es geht und dann kannst du dich halt in dieser Richtung auch selbstständig machen. Das ist das, was ich immer empfehle. Guck nicht immer nur das Positive, geh auch rein in den Betrieb und dann siehst du plötzlich, ne, ja, Probleme damit, keine Mitarbeiter kommen, Aufgaben zu jeden Tag 17, 18 Stunden Tag. Ich glaube, wenn dich hier einer mal ein Jahr begleiten würde, dann wird er sich zweimal überlegen, ob das was ist für ihn. Aber wenn man dich nur so sieht, weißt du, Porsche, Ferrari, dann, boah, ich will auch so werden. Aber wenn das plötzlich gilt, das zu machen, was ein Markt tut, dann das ist das Problem. Also dieses Arbeitspensum, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, aber das weiß keiner. Meinst du, irgendeiner glaubt, also ich weiß nicht, wie oft du hier dich dann die Leute dann teilhaben lässt. Also Marc ist schon jemand, der schon ein hohes Pensum fährt. Ja, ne? Ja. Das sehr hohes Pensum. Ich weiß gar nicht, wann der aufhört. Inwiefern hat euch das Vatersein verändert? Okay, Marc ist ja noch neu im Game. Das Vatersein hat mich bis jetzt gar nicht verändert. Also bis jetzt hat es mich noch gar nicht verändert. Der steht noch nicht zu seinen Gefühlen, Viktoria. Viktoria, der macht das jetzt nur für Hilfe. Natürlich empfinde ich Freude und so, wenn ich mit ihr abhänge und so weiter. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass es meine Lebensweise... Guck mal, die Sache ist, was du über Pflichtbewusstsein hast, habe ich auch über Pflichtbewusstsein. Ich habe viele Projekte und ich habe manche Projekte, die für mich ein ganz hohen Stellenwert haben. Ja, ja. So, und dafür bin ich bereit, also alles zu opfern. So, und darum, also das ist, also sag du mal bitte, also das Vatersein ist jetzt nicht so, ich sag euch ehrlich, zum Beispiel die Firma als, da habe ich auch eine Verantwortung. Natürlich kann man jetzt sagen, für das Kind hast du noch mehr Verantwortung, alles gut, aber ich sag dir auch eine Sache, für die Firma habe ich auch brutale Verantwortung und ist auch so. Darum, ich würde das jetzt, das hat schon etwas wie von einem Kind, dass so viele verschiedene Richtungen, wo du dir Sorgen drum machst und so weiter, von daher, das Kind als solches hatte ich vielleicht vorher schon, ne, mit der Firma. Was, sag du mal. Ich bin ja früh Vater geworden, ne? Wie alt? Boah, muss ich gut ausrechnen. 25? 25. Ist das früh? 25 ist ein gutes Alter. Ja, da war ich auch schon mit einigen Unternehmen am Start. Da muss ich sagen, es war immer ein Wunsch von mir. Der wurde dann auch erfüllt. Aber ich war zu der Zeit genauso eigentlich, wie du gerade warst. Ne? Ich hatte viel Verantwortungsbewusstsein. Ich hatte viele Projekte laufen und konnte, wenn ich jetzt zurücküberlege, das gar nicht so genießen. Das Vatersein? Ja. Ich bin ja nochmal Vater geworden. Das war auch super. Ich habe mir vorher gesagt, okay, wenn ich das nochmal werde, dann lege ich alles auf Seite, ne? Dann mache ich wirklich so, wollte ich richtig einen auf Supervater machen, ne? So Kind im Park rumlaufen, baden, ne? So alles, so wie Dings. Keine Ahnung, man fragt mich nicht, aber ich hatte auf jeden Fall diese Vision. Und was kommt dann? Genau ein Projekt, wo, also auch vom Finanziellen her, aber auch vom Volumen her und auch einfach von der Verwirklichung her, nicht, wo du Nein sagen kannst.
Dann habe ich das wieder angefangen. Dann wieder nicht so viel, leider nicht so viel mitbekommen. Also ich glaube, weil das sowieso in uns verankert ist, weißt du, dieses Verantwortungsbewusstsein, ist es jetzt nicht so, wie jemand, der vorher nicht so viel Verantwortung, und jetzt bekommt der Kind und jetzt fängt er an plötzlich nachzudenken, boah, jetzt bin ich verantwortlich für dieses Kind, sondern wir tragen ja die ganze Zeit Verantwortung, ne, für so viele Mitarbeiter, für die Firmen, weil wie viele Leute leben von der Gebauer Lifestyle GmbH, weißt du? Ja. So, und das ist eigentlich schon, damit die Frage beantwortet ist, du kannst dich auch nicht dadurch verändern, weil du hast schon ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Hey, ich schreibe gerade einer, ich habe bei meinem ersten Kind zu viel verpasst wegen der Selbstständigkeit. Beim zweiten Kind habe ich mir Zeit genommen und bereue es, dass ich beim ersten nicht so war. Die Sache ist, ich vielleicht auch durch meinen Vater oder bei uns ist es alles halt ein bisschen anders. Und natürlich, das sind auch Sachen vielleicht, an denen man arbeiten muss. Was soll ich dir sagen? Vielleicht entwickeln sich die Sachen auch noch. Also wie man eigentlich für alles Konzepte macht, braucht man auch eigentlich so ein Familienkonzept, ne? Also wie du für Firmen Konzepte machst, schreibst, tust und dies, ne? So müsste man eigentlich, okay, wie kriegen wir die Familie ausgeglichen, glücklich und zufrieden? Ich habe doch hier den Traum, guck mal, das Kind ist hier, wenn ich sehen will, gehe ich kurz hoch. Weißt du, was ich meine? Ja, so. Aber ist ja trotzdem, das ist ja, man muss schon ein bisschen mit mehr Struktur an die Sache rangehen. Das ist das, was ich, ist meine Selbst, also meine Erkenntnis dann aus diesen ganzen Sachen. Was meinst du? Feste Zeiten blockieren, ganze Jahr vorplanen, sowas halt, ne? Okay. Sind halt so Momente, die kriegst du halt nicht wieder, ne? So, keine Ahnung, Einschulung, bla 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 bla. Bin da jetzt auch nicht so, aber man muss wirklich, wie man für alles Konzepte macht, für Firmen, muss man wirklich auch ein Familienkonzept machen. Ich habe meinen Vater nie gesehen, weil er nur arbeiten war. Das ist natürlich dann schlecht, ne? Ja, nicht, dass das irgendwann auch einer schreibt über mich. Das ist natürlich, da sagst du was. Ne? Ja, und deswegen braucht man halt Konzepte, ne? Und ich sag immer, das Wertvollste, was wir haben, ist die Zeit. Ja. Wenn die einmal weg ist, ist die weg. Ist halt mehr wert wie irgendwelche Bitcoin und irgendwas anderes. Das hat sich jetzt hier verabschiedet. Oh, okay. Bin jetzt auf jeden Fall, und dann sollte man seine Zeit schon auch mit den Menschen verbringen, die einem wichtig sind. Ne? Ja, okay, wir machen einmal weiter. Und zwar Wert des Menschen erkennen. Wert des Menschen erkennen, wenn wir... Ja, das hatten wir schon, ne? Ach so. Also wie erkennen wir den Wert des Menschen, indem wir aus der Fassung bringen? Ne? Jeder kann behaupten, ne, Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist toll, aber bei der kleinsten Kleinigkeit entweder beleidigt sein oder an die Decke gehen oder aggressiv sein und deswegen... Okay, jetzt sagen wir mal so, du hast jetzt diese Eigenschaft, okay? Du bist jetzt so ein Typ, wenn was passiert, bam, du gehst aus, du rastest aus. Du hast halt ausrasten, aber du gehst schon ab, weißt du? Der eine macht so oder der andere. Anderes Beispiel, du frisst alles in dich rein. So, du hast jetzt das Problem festgestellt. Thema sauer werden. Aber was denn jetzt? Was soll ich machen? Also beleidigt sein, meinst du jetzt? Ja, sauer einfach. Einfach, ja. Ja, in dem Moment können wir ja auch nicht mehr rational denken, ne? Weil es ist ja so, dass der Mensch nach wie vor dieses Reptiliengehirn hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der neurologischen Fachsprache heißt. Wusste ich mal, habe ich jetzt gerade vergessen. Das heißt, in dem Moment, wenn das Fass zum Überlaufen kommt, Marc, können wir nur noch entscheiden zwischen Flucht und Kämpfen. Wie früher auch. Okay. Säbelzahntiger kommt, ja. Du flüchtest oder kämpfst. So. Und das passiert ja genauso. Das heißt, wir haben einen Hormontopf. Ich versuche jetzt mal ein bisschen, dass wir uns das vorstellen können. Ein Hormontopf und da tropfen die ganze Zeit Cortisol, also Stresshormon rein. Ja. Bup, bup, bup. Und wenn der zum Überlaufen kommt, dann kommt eigentlich diese Reaktion, wo wir uns am Ende nicht erklären können, wieso haben wir so reagiert. Und da gibt es halt verschiedene Taktiken, wie man das ein bisschen in den Griff bekommt. Ja, hau raus. Eine Taktik ist halt, man grinst. Deswegen habe ich gerade die ganze Zeit gegrinst. Weil wenn du grinst, ab 2 Minuten, weil wenn hier der Muskel auf den Nerv trifft, schütten wir Dopamin aus. Der Kopf kann nicht unterscheiden, ob du wirklich glücklich bist oder ob du nur so tust. Aber was mache ich eigentlich den ganzen Tag schon? Ich mache wirklich. Aber musst du auch mal machen, wenn du schlecht drauf bist. So kriegst du dich schnell in einen guten Mut. Dann gibt es eine zweite, was ich auch immer empfehle, ist morgens Sport zu machen. Weil da tust du schon mal den Topf wieder auf. Weißt du, dass ich wegen dir letztens einmal Sport gemacht habe? Weil er hat zu mir gesagt, er hat in irgendeiner Instagram-Story gesagt, ja, dieses Cortisol irgendwie wird abgebaut bei Sport. Ich habe nur wegen ihm deswegen Sport gemacht, damit es abgebaut wird. Ja, aber man muss es regelmäßig machen, weil durch den Schweiß schütteln wir halt dieses Stresshormon aus. Das heißt nicht, dass dann, aber dann ist der Tank halb leer. Das heißt, du kommst jetzt auf die Arbeit, die ganzen Herausforderungen, jeder will was von dir und der hat das wieder nicht richtig gemacht und da wieder ein Fehler. Dann braucht das wieder ein bisschen, bis du an die Decke gehst. Darum geht's halt nur. So, das sind so 2 Praktiken, die ich so mitgeben kann, die mir helfen. Ne? Also grinsen. Okay. Und bevor der Tag losgeht, Sport treiben, um durch den Schweiß, also durch die Ausscheidung von Schweiß, Cortisol loszuwerden. Stresshormon. Interessant.